Guten Morgen Deutschland, Österreich und die Schweiz und alle deutschsprachigen Menschen auf dieser Erde und auch die Menschen, die gerade beruflich außerhalb der Erde unterwegs sind. Heute möchte ich mit euch zwei Dinge besprechen. Zum einen habe ich ein Pilzgetränk verkostet und mich dabei gefilmt. Das Video zeige ich euch gleich. Der Pilz bedeutet übersetzt Leben, das aus dem Meer kommt. Und zum anderen habe ich mal am Montag wieder mal einen Rohkosttag gemacht, wie in letzter Zeit häufiger mal, und mir dann abends angeschaut, was ich an Nährwerten zu mir genommen habe. Da gerade bei der Rohkost ja nicht wenige Kritiker immer noch existieren, die auch immer wieder darauf pochen, dass Rohkost eine Mangelernährung ist und dass Rohköstler nicht gesund leben können. Kurioserweise kommen viele dieser Kritiker direkt aus dem Veganlager, also diejenigen, die selber ihrerseits zu Unrecht der Mangelernährung bezichtigt werden von den Fleischessern. Aber der Mensch ist der Mensch und der Mensch ist ignorant und weiß alles besser. Vegan sein macht da auch keinen Unterschied und so passiert es, dass einige Veganer dieselben Argumente aus Unwissenheit gegen die Rohkost bringen, wie die Fleischesser sie gegen die Veganer, also gegen sie selbst bringen. Sie geben den Druck im Endeffekt einfach weiter, anstatt ihn zu ertragen oder ihn zu verarbeiten, nur weil sie ihren Lebensstil als das Gesündeste ansehen und rechts und links davon ja nichts existieren darf. Und unter den Rohköstlern wird dann wahrscheinlich auch wieder weiter gedrückt auf die Frutarier und deren Ernährung mit Mangelerscheinung und Nährwertproblemen assoziiert. Was hilft da? Kurz und schmerzlos chronometer.com. Und da gebe ich immer mal so einmal alle zwei Wochen mal einen Tag, den ich für besonders mangelbehaftet ansehe, ein und schaue, ob mein Gefühl mich trügt oder nicht. Einfach um auch dabei ein Gefühl für die Nährwerte zu bekommen. Ich kann das jedem von euch nur empfehlen. Und am Montag war mal wieder so ein Tag und den möchte ich jetzt mit euch teilen. Da habe ich frühs einen Smoothie getrunken, mittags ein paar Zucchini-Nudeln, nachmittags ein paar Bananen, zwei Stück und abends ein paar Weintrauben. Ja, und da habe ich gedacht, das könnte durchaus eng werden mit den Kalorien und vor allem mit den Nährwerten, insbesondere den Aminosäuren. Aber schaut selbst. Am Montag habe ich einen reinen Rohkosttag gemacht und ich war total erstaunt, als ich beim Abend einfach mal eingegeben habe. Ich mache das hin und wieder, so alle zwei Wochen mache ich das mal an einem Tag, einfach alles eingeben, was ich gegessen habe und dann die Nährwerte anschaue. Und ich hatte das Gefühl, dass ich an diesem Tag, weil es ein reiner Rohkosttag war, ja, zu wenig Kalorien zu mir genommen habe und bestimmt das ein oder andere nicht. Ich kann euch mal sagen, was ich an dem Tag gegessen habe. Ich habe frühs meinen Green Smoothie getrunken, mittags habe ich Zucchini Spaghetti mit einer selbstgemachten Rohkostsoße gegessen aus Cashews, Pilzen und Tomaten und am Nachmittag habe ich ein paar Bananen gegessen und abends habe ich noch ein paar Weintrauben gegessen. Dann habe ich gedacht, ja, das wird kalorientechnisch wird das nie reichen und wie gesagt, ich habe gedacht, irgendwelche Nährstoffe fehlen da und so weiter. Und dann habe ich das alles bei Chronometer eingehackt und ich konnte meine Augen kaum glauben. Schaut euch das mal an hier. Da ist alles über 100%. Das ist null Mangel. Das ist ein Rohkosttag gewesen. Ein ganz normaler Rohkosttag. Von meinen Verhältnissen wahrscheinlich sogar relativ wenig gegessen. Aber das läppert sich halt kalorientechnisch auch zusammen. Die Bananen, die Cashewnüsse und so weiter. Und ja, dann schauen wir uns das einfach mal an, was im Einzelnen, was das bedeutet. Beim Vitamin, Rohkost, das ist natürlich die Rohkost, natürlich, das war fast klar, dass da überhaupt keine Probleme existieren, aber ja, ihr seht ja selber, also selbst bei Vitamin E, wo man sagt, ja, vegane Ernährung und so weiter, und da sind wir noch nicht mal bei der Rohkosternährung, 157%, ne? Also auch die ganzen B-Vitamine, da wird ja auch immer gesagt, auch bei den B-Vitaminen und so weiter, weil es viel im Fleisch drin ist, wunderbar. Mineralstoffe, Calcium, die große Calcium-Problematik, ne? Als Veganer und als Rohköstler erst recht, schaut hin, 109%, überhaupt kein Thema. Alle anderen Sachen, Eisen, Eisenmangel, ich sag nur Eisenmangel, 450%, das ist Wahnsinn. Schaut euch die Zahlen an, Magnesium 400%, dann was auch sehr, sehr schön ist, Kalium 500% und
Ich habe sogar Sodium, also Natrium, 170% zu mir genommen. Das heißt 1700 Milligramm. Das heißt, obwohl ich kein Salz dazugegeben habe, Salz ist wichtig. Ne? Es ist nur wichtig, dass man nicht zu viel nimmt. So, und trotz dessen habe ich 1700 Milligramm Salz zu mir genommen. Das ist ungefähr die Empfehlung. Und das liegt vor allem an diesen, an diesen passierten Tomaten. Und entsprechend, also diese Tomaten, die quasi in dieser Pappe immer drin sind. Ja, und da habe ich einen Tag quasi sozusagen jetzt aufgezeichnet und ja, also natürlich hat nicht jeder, weil ich jetzt gerade die passierten Tomaten jetzt nicht Rohkostqualität, aber wie gesagt, wie ihr kennt mich ja, ich bin ja nicht so ein, es muss 100% Rohkost sein und die Cashews müssen auch Rohkostqualität sein und so weiter, sondern bei mir ist das so, Rohkostqualität ist einfach unverarbeitet und die passierten Tomaten, die sind halt wahrscheinlich pasteurisiert. Nachdem sie passiert sind, aber wie gesagt, drauf geschissen. Also dir geht es immer nicht um die Krümelkackerei, sondern generell, dass das halt ja alles quasi roh und kalt, wenn man so sagt, ist und möglichst unverarbeitet. Ja, und das Ding, was mich eigentlich total von den Socken gehauen hat, ist dann das Protein gewesen. Ich habe 104 Gramm Protein zu mir genommen. Das ist fast das Doppelte der Proteinmenge von dem, was eigentlich empfohlen wird, beziehungsweise was ich für mich herausgefunden habe, was so ideal ist für mich. So, auf jeden Fall 104 Gramm Protein und vor allem nicht irgendwelches Protein, sondern ich habe ja eine ausgeglichene Aminosäurebilanz und da ist Lysin genauso drin wie Methionin, also irgendwelche, die besonderen Problemstellen. Schaut euch das an, das ist Wahnsinn, das ist Rohkost. So, und dann kommen wir noch zu den Omega-3-Fettsäuren. Omega-3 zu Omega-6, das Verhältnis ist 1 zu 3. Das ist gigantisch, das ist gigantisch, das ist Wahnsinn. So, und ja, alles in allem, Kalorienanzahl stimmt halt auch. Ich bin total begeistert und das ist ein Rohkosttag gewesen. Also wie gesagt, Rohkost, deswegen habe ich schon gesagt, bei den passierten Tomaten. Ihr könnt natürlich die Tomaten selber passieren, das heißt einfach die Tomaten reinschmeißen und nicht passierte Tomaten nehmen. Da habt ihr noch ein paar mehr Vitamine und hier geht es nicht darum, ist es Rohkost gewesen oder nicht, sondern oder jedes einzelne Element Rohkost, also Cashewnüsse zum Beispiel habe ich auch nicht in Rohkostqualität und das dürfte aber dann gewesen sein. Der Rest müsste eigentlich, die Algen, weiß ich nicht, ob Chlorella-Algen, die getrocknet sind, immer Rohkostqualität sind. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Einfach einen Tag Rohkost und bombastisch alles erfüllt. Und wenn man dann noch drauf achtet mit der Rohkostqualität, bei mir mit der Rohkostqualität, mit dem Rohkost, wenn man Rohkost isst, wenn man da noch drauf achtet auf seine Nährstoffe am Anfang, dann ist es überhaupt kein Problem. Ich habe hier nicht geachtet auf dem Tag und trotzdem habe ich alles zu mir genommen. Und die Werte, die die DGE empfiehlt, die sind ja immer noch weit, pessimistischer, als es eigentlich sein müsste. Man kann da locker von den Werten noch 20-30% abziehen. Bei einer gesunden Lebenseinstellung 40-50% der DGE-Werte. Das heißt, mit der Rohkost kommst du auf alle Nährstoffe, auf alle Proteine, Mineralstoffe, Vitaminstoffe, Omega-3-Säuren und so weiter, kommst du ganz locker drauf. Das heißt, hier muss keine Angst haben vor der Rohkost. Und wie gesagt, ich selber lebe auch nicht zu 100% Rohkost und nehme jedes Mittel rohkostlich zu mir, sondern bei mir wird das wahrscheinlich mittlerweile so 80-90% sein. Aber es ist total einfach. Man muss sich da überhaupt keine Bedenken haben. Und es ist natürlich viel, viel gesünder. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, das wollte ich euch einfach nur mal mitteilen. Und nun zu dem Pilzgetränk und meinem Test. So, ich habe jetzt wahrscheinlich das erste Mal Kombucha und entsprechend bin ich gespannt, weil ich das erste Mal jetzt auch hier gleich verkosten werde. Ich hoffe mal, dass das Kombucha ist, weil was anderes wüsste ich nicht, was das jetzt so sein könnte. Und da wollte ich euch dran teilhaben lassen, ob Kombucha halt so geil ist, wie alle sagen, oder ob es nicht so geil ist. Das ist Kombucha, selbstgemachter Kombucha. Bin gespannt. Und wenn der nämlich gut schmeckt, dann mache ich den selber, weil rein von der Theorie her ist Kombucha geil, weil es halt gesund ist und man es auch selber immer ansetzen kann. Aber das ist die Theorie. Schmeckt geil. Schmeckt geil. Schmeckt geil. Ich dachte immer so fermentiert, da habe ich ja immer, ihr kennt ja meinen, oh, fermentiert und das Faulige. Schmeckt richtig geil. Schmeckt richtig geil.
Ich steige ins Kombucha-Business ein. So, jetzt muss ich nur noch sehen, wie man das Gebräu selber macht. Sehr, sehr geil. Also, Kombucha-Business folgt. Mein Zuckermono ist nämlich auch noch nicht da. Ja, und hier ist sie nun, die Pilzkultur. Das Geile daran ist, dass man diese hier ein Leben lang mit sich führen kann und quasi nie mehr Geld dafür ausgeben muss. Man muss sie nur pflegen und vermehren. Diese Pilzkultur wird in der asiatischen Medizin gegen sehr viele Krankheiten eingesetzt. Runtergebrochen auf westliche Maßstäbe sind sie einfach nur probiotische Kulturen, die die Darmgesundheit stärken. Aber hey, das Zeug ist mega lecker, es ist quasi kostenlos und man stellt es selber her. Also ich werde dazu definitiv ein ausführliches Making-of Video machen und hoffe, dass im Gegensatz zum Sauerkraut mir das auch gelingt. Und ja, wenn das dann echt so geil schmeckt wie das Getränk in dem Video, dann ja, dann habe ich wieder was gefunden, was ich auf meine Liste der richtig geilen Lebensmittel setze. Ich halte euch diesbezüglich auf dem Laufenden und mache mich jetzt auf den Weg in das Labor, um von euch das ganze Prozedere so einer Untersuchung von Blut und so weiter zu filmen. Und ja, das Video kommt dann auch und irgendwann die nächste Woche wahrscheinlich. Ja, das soll eigentlich schon gefolgt gewesen sein. Ich wünsche euch eine richtig geile Woche. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.